Ja Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute, muss ich immer noch sagen, bin ich immer noch krank. Wer hätte das gedacht? Ich nehme das Video auch am gleichen Tag auf, wie die Saw 4 Review. Heute geht es um Saw 5, ich habe mir den gerade angeschaut und ich würde sagen, labern wir nicht lange rum. Wir fangen direkt an, hier diesmal mit der Wasserfalle, wie ich sie nenne. Ja, warum geht es? Ja, obwohl Jigsaw tot ist, geht es halt immer noch weiter mit diesen grausamen Folterspielen. Ja, Detective Hoffman hat sich einst mit ihm und den Männern verbunden. Ja, die haben sich zusammengetan, wie wir es herausfinden. Ja, und setzt halt dieses mörderische Spiel nun weiter fort. Er entführt halt 5 Leute, sperrt die ein. Und diese 5 Leute sind einmal Ashley, Luba, Britt, ein Journalist namens Charles und Malek. Ja, diese 5 sind halt dazu verdonnert, zu überleben und müssen dabei ein Team sein. Ja, allerdings tun sie sich erstmal am Anfang sehr streiten und irgendwann geht dann das Team auseinander und zum Schluss erfährt man, oh, wir hätten zu 5 überleben sollen, das Spiel war für uns 5 gedacht. Tja, so schnell kann es gehen, dann sind sie natürlich, ja, alle 5 sind dann gestorben und das ist so Grund die Geschichte. Ich hatte ja schon in Teil 4 angesprochen, dass man ja erfährt, dass Hoffman so etwas Böses im Schilde führt. Hier wird dann damit weitergemacht, indem wir wieder eine Sequenz zu Teil 3 haben. Und zwar, indem wir das dann so ändern, dass dann auf einmal Hoffman mit dabei gewesen ist, wo Jigsaw und Amanda gestorben sind. Wo ich mir dachte, okay, komm, Leute, irgendwann reicht's. Weil wir hatten jetzt schon in Teil 4 die Szene nochmal umgeändert aus Teil 3. Dann haben wir es jetzt schon wieder in Teil 5 umgeändert. Und jetzt wollte ich dann bald den 6. Teil gucken. Und wenn sie dann schon wieder den 3. Teil nehmen und diese Szene ändern, dann drehe ich irgendwann am Rad. Weil ich will nicht in jedem Saw-Teil jetzt auf einmal den 3. Teil nochmal sehen. Also eine Sequenz aus dem 3. Teil. Nur damit er dann wieder... Also, ja, ihr versteht, was ich meine. Irgendwann reicht's auch mal, ne? Ja, der Film ist übrigens aus dem Jahre 2008, ist diesmal vom Regisseur David Hackel, hatte ein Budget von 10,8 Millionen US-Dollar und ein Einspielergebnis von 113,9 Millionen US-Dollar. Also ihr merkt schon mal deutlich weniger als Teil 3 und 4. Ja, die Kinofassung läuft hier im Übrigen 92 Minuten und die Unrated-Fassung, die ich hier habe, läuft 96 Minuten. Und im Eröffnungswochenende hatte der Film nur 30 Millionen US-Dollar eingespielt und war der erste Film dieser Reihe, der nicht auf Platz 1 war, des Kinocharts. Ja, so viel dazu. Oh Junge, ich habe mir jetzt den 5. Teil gerade angeschaut und muss schon mal sagen, ja, er hat mir besser gefallen als Teil 4, aber auch nicht besser als Teil 3. Erst einmal fand ich die Story um Detective Hoffman relativ interessant, dass das weiter ausgebaut wurde, dass seine Schwester ermordet wurde und weil seine Schwester ermordet wurde, hat er dann Rache genommen und wollte es halt so dastehen lassen, als wäre Jigsaw es gewesen. Aber Jigsaw tut dann Hoffman entführen und sagt, denken Sie ernsthaft, dass ich so eine schlampige Arbeit leisten würde. Und da habe ich mir so gedacht, ja, macht schon Sinn, wenn man an die Falle denkt. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, wir haben hier jemanden namens Seth. Und Seth, nicht der YouTuber, aber Seth hat auf jeden Fall dann den Typen ermordet. Die Schwester von ihm ermordet, nachdem sie sich gestritten haben, einmal Kehle durch. So, Hoffman hat ihn dann entführt und ihn in eine Falle gebaut, und zwar auf dem Tisch gefesselt. Und bei ihm ist so ein richtig scharfes Pendel, was so hin und her geht und immer weiter runter. Und irgendwann, nach 60 Sekunden, also nach 30 Sekunden berührt das Pendel den Körper und nach 60 Sekunden ist er in 2 Hälften. Es sei denn, er würde links und rechts, mit dem er halt den Mord begangen hat, mit seinen Händen, durch so ein Dings machen und sie sich komplett zerquetschen lassen. Das macht er natürlich, aber genauso wie in Teil 3 bei Carrie, hört die Falle trotzdem nicht auf und zersäbelt ihn dann immer weiter, bis er dann in 2 Hälften geteilt ist. Ja, und Saw ist ja einer, oder Jigsaw ist ja einer, der dieses ja nur Opfer ja immer eine zweite Chance gibt und sie überleben lässt. Ne? Kennen wir ja aus Teil 1, 2, 3. In Jigsaw hatten wir das auch nochmal in Teil 8, also in Saw 8, da hatten wir das ja auch nochmal gehabt, wo dann der eine zu spät aufgewacht ist und Jigsaw alias John Kramer ihn dann nochmal gerettet hat. Ne? Kennen wir ja. Ja, auf jeden Fall, dadurch ist dann Detective Hoffman zu... Ja, also mit Jigsaw zusammengekommen, als Team, sage ich mal. Und ja, kommen wir jetzt erstmal zu dem anderen. Und zwar die Fallen. Die Fallen kommen wir erstmal anders. Was ich diesmal wieder loben muss an dem Film ist, das hatte ich ja bemängelt an Teil 4.
4 und an Teil, nee, an Teil 3, glaube ich. Gottes Willen, ich habe die Review zu Teil 3 schon wieder vergessen. Da war die Sache, muss mal ganz kurz wieder was ändern. Ich habe das schon wieder nicht aufgeschrieben. Ich liebe es. So. Und zwar habe ich ja gesagt, ich finde das cool wie in Jigsaw, dass wir da eine Gruppe Leute haben, die zusammenarbeiten müssen, um zu überleben. Klar wird dann hier, wie gesagt, nicht zusammengearbeitet, sondern die sterben hier, Raum zu Raum stirbt immer einer. In dem dritten Raum, wo sie sich dann in der Badewanne, also wo sie dann Strom in die Badewanne leiten müssen, damit die Tür aufgeht, wird sogar dann ich glaube, Luba hieße, oder Brit oder Luba, eins von beiden, ich konnte jetzt nicht unterscheiden, so richtig muss ich dazu sagen. Auf jeden Fall die etwas dunkelhäutigere wird dann erschlagen, also sie wird, was heißt erschlagen, sie wird ermordet, ihr toter Körper wird in die Badewanne gelegt und der leitet dann den Strom, dass dann die Tür aufgeht. Und das ist das, wo ich gerade sagte, ja, normalerweise sollte der ja, also sie sollten alle zusammenarbeiten und das ist auch das, was Jigsaw gesagt hatte. Egal was sie denken, ich bitte sie ausführlich, es nicht zu tun. Und das war nun mal diesen Alleingang. Und zum Schluss hat man erfahren, hätten die alle 5 das geschafft, dann wären sie auch entkommen. Aber sind sie leider nicht. Sie mussten in der letzten Falle, mussten sie das Fass mit 5 Liter Blut füllen. Und das geht dadurch, indem sie ihre Hand dadurch, durch so eine Opfergabe, hat er es genannt, durchstecken. Und die Kreissäge sägt dann den Arm durch und dann kommt das Blut in so ein Fass rein. Ja, allerdings hat dann auch der gute Junkie Malik richtig festgestellt, Scheiße, es sind 5 Löcher. Das war für uns 5 gedacht. Also was passiert? Die Säge geht bei denen immer weiter, weiter, weiter rein. Malik stirbt, weil seine Pulsader durchgetrennt wird. Und die andere stirbt dann halt, ja, weil sie verblutet ist. Hätten sie mal auf den guten Jigsaw gehört, was er gesagt hat, ne? Weil zum Schluss stellt sich auch raus, am Anfang die Feuerinspektorin, wird sie hier genannt, also die bei der Feuerwehr gearbeitet hatte, die Ashley. Die wurde als erstes von der Gruppe getötet, sie ist enthauptet worden von der Jigsaw-Falle. Und zum Schluss stellt sich heraus, verdammt, die Schlüssel sind alle gleich. Das heißt, wir hätten nur einen Schlüssel gebraucht, um uns alle zu retten. Na, also fand ich schon interessant. Dann haben wir wieder die Story, dass Peter Stram, ja, er soll auf die falsche Fährte gelockt werden, damit es heißt, okay, er muss es gewesen sein, weil er schöpft Verdacht, er denkt langsam oder er weiß langsam, Moment mal. Es muss Hoffman sein, weil die Akten sind weg. Er hat sich gut in diesem Fall ausgekannt. Es muss was mit Hoffman zu tun haben. Und Hoffman wiederum versucht dann halt das Ganze auf Peter Strom zu hetzen. Und Peter Strom stirbt dann auch am Ende des Films. Sehr brutal, by the way. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, es war geplant, dass er sich in so einen Glassarg legt, wo Glas drinnen liegt und das Ding ist auch aus Glas. Tja, blöd ist nur, dass er sich da mit Hoffman prügelt, er dann Hoffman da reinschubst und sie denkt, ja, du Kleiner. So, und was passiert? Er hört sich das Tape weiter an und dann heißt es, ja, sollten Sie sich allerdings für den Gegenteil entscheiden, werden Sie in diesen Raum nicht mehr rauskommen, man wird sich auch nicht mehr finden. Tja, was passiert also? Hoffman ist ungewollt in Sicherheit gebracht, weil er in dieser Glas, im Glassack drin liegt. Während dann die Wand immer weiter aneinander drückt und Peter Strom dann zum Schluss ja, zerquetscht, während Hoffman halt in Sicherheit im Boden liegt, obwohl das ja nicht geplant war. Wo ich mir auch dachte, hört dir das Tape, es gibt ja kein nächstes Mal mehr, aber hättest du mal das Tape weiter angehört, dann hättest du es gewusst. Weil erst wollte er vor Hoffman eine Falle stellen, was er auch gemacht hat, aber trotzdem ist er dann zum Schluss gestorben. Das war ja nicht so geplant, ne? Ja. Ich habe übrigens die Fallen aufgeschrieben. Ja, und zwar hat Peter Stroms Kopf. Er soll ja noch, so, er ist noch in einer Falle drinne, in diesem Glaskasten hier. Und das füllt sich mit Wasser. Und er macht was gar nicht mal so dumm ist. Und zwar hat er einen Kugelschreiber, sticht sich das in den Hals, sodass er hier durchatmen kann. Geht im echten Leben zwar nicht, weil ihr ertrinkt ja trotzdem, weil ihr keinen Sauerstoff wirklich aufnehmen könnt. Aber trotzdem schon mal relativ intelligent. Damit meine ich im Übrigen, wenn ihr unter Wasser seid, zwar nicht euer Hals, aber Mund und Nase, ihr müsst ja durch Mund und Nase atmen. Geht ja nur so. So, solltet allerdings beides unter Wasser sein, aber der Hals sozusagen, warum auch immer offen, wie jetzt in dieser Szene, könnt ihr aber trotzdem keine Luft nehmen, weil ihr atmet ja nicht durch den Hals. Hier ist ja nur die Luftröhre. Na, versteht ihr, wie ich das meine? Warum erkläre ich euch das eigentlich? Ich bin kein Doktor oder sonstige Scheiße. Ja.
Dann habe ich noch aufgeschrieben, der Journalist, der Charles, der explodiert. Die haben nämlich so eine Nagelbombe und die, also er wird davon getroffen, weil er in so einen Schutzraum nicht reinkommt. Und ja, dann explodiert das und er geht dann drauf. Dann die andere habe ich ja erklärt, die wird dann von der einen da getötet und kommt dann für die elektrische Umleitung, sage ich mal, in die Badewanne. Und die anderen beiden sterben halt, ja, der eine wegen der, weil die Pulsader durchgesäbelt wird und die andere, weil sie am Verbluten ist. Ja, das sind so Grund die ganzen Fallen mal eben runtergerattert und erklärt. Das Schauspiel im Film hat mir wieder gut gefallen, im Übrigen, die Synchro auch. Diese Fallenkreativität hat mir ebenfalls gut gefallen. Das habe ich in Teil 4 schon gesagt, dass mir die Fallenkreativität gefällt. Aber dadurch, dass ich ja, wie soll ich das sagen, einfach nur schnell das Video machen wollte, habe ich nicht erklärt, was ich damit meine. Ich finde diese Kreativität genial. Stellt euch vor, ihr liegt auf dem Tisch. Vor euch kommt ein scharfes Pendel immer, immer näher und ihr wisst, Entschuldigung, ihr wisst, wenn das euch erwischt, seid ihr tot. Ihr seid in zwei Hälften geteilt. So, andererseits, wenn ihr jetzt so macht und euch die Hände zerquetschen lasst, hilft euch das auch nicht wirklich weiter, weil eure Knochen sind ja so zerfetzt, dass selbst wenn ihr zum Arzt geht, der euch auch nicht mehr helfen kann, weil eure Knochen in tausend Teile sind. Also, so, Entschuldigung, Leute. Ich muss eben unterbrechen, weil mein Husten einfach gar nicht mehr aufgehört hatte. Oh, ich wollte eigentlich sagen, das ist, wenn ihr irgendwie ihr lebt jetzt so weiter, euer Leben lang, aber ohne Hände, weil ihr habt keine mehr. Auch wenn sie noch an eurem Körper dran sind, trotzdem sind die Knochen im Arsch. Oder sterbt ihr, weil das Pendel auf euch zukommt? Das ist wieder so eine Kreativität, die ich sagen muss. Da mit diesem Wasserkasten ist an sich auch relativ brutal, weil, ey, da läuft Wasser rein, ihr ertrinkt. Allerdings, was wahrscheinlich John, nicht John, sondern Hoffman ge nicht geplant hat, ist, dass er halt ein Schiff dabei hat, womit er sich dann Luft machen kann. Dann die anderen Fallen. Ihr müsst zusammenarbeiten, damit nichts passiert. Weil was passiert? Die arbeiten nicht zusammen und eine wird enthauptet. Sucht euch in den Raum Schutz, bevor die Bombe explodiert. Alle suchen Schutz, bis auf der Journalist, der schafft sich rechtzeitig und der explodiert. Dann, ihr müsst die Badewanne, ihr müsst den Strom umleiten, damit die Tür aufgeht. Wenn ihr es nicht macht, dann gibt es einen großen Stromschlag. Die eine wird erstochen und wird dann halt dafür missbraucht. Ne? Ich find's schlau. Vor allem dann am Ende, wo es dann heißt, ja, ihr hättet alle fünf überleben müssen, damit ja, ihr halt gewonnen habt. Weil die Frau sagt ja auch immer andauernd, wir haben gewonnen. Aber in Wahrheit haben sie doch nicht gewonnen, weil sie ja das Spiel, so wie es geplant war, nicht gespielt hatten. Dann dieses Peter Strom gegen Hoffman hat mir super gefallen, warum auch immer. Aber das war wieder so eine Spannung, wo ich mir dachte, okay, weil selbst ich war ab und zu so und habe mir gedacht, okay, ist jetzt Hoffman wirklich der Böse oder will uns der Film auf eine falsche Fährte locken? Was ist es? Weil das hatten wir ja schon oft genug in manchen Horrorfilmen gehabt, dass der uns auf einer falschen Fährte locken möchte. Ne? Ich sage ja nur in Saw 4. Ich hätte nicht gedacht, dass Rick doch noch stirbt. Ich hätte gedacht, okay, vielleicht überlebt er, aber nein, er ist gestorben. Haben wir dann in diesem Film halt erfahren, in Teil 5. Genauso wie hier. Na komm, der Vater. Das habe ich in Teil 4 nicht erwähnt. Der in Teil 3 überlebt, der Vater, der John getötet hat. Ne, der also Jigsaw ermordet hat. Der stirbt zum Beispiel auch. Das wird ja auch nochmal gezeigt. Da hätte ich auch mir gedacht, okay, wait, what? Das haben wir im dritten Teil nicht erfahren. Da, im dritten Teil hieß es nur, du musst ein weiteres Spiel spielen. Im vierten Teil sehen wir, er wurde erschossen. Oder im fünften Teil. Ich kann, obwohl ich den vierten Teil heute erst, nee, gestern habe ich da viel gesehen, kann mich jetzt auch kaum erinnern. Dann könnt ihr mal sehen, wie viel bei mir im Gedächtnis geblieben ist. Aber der vierte Teil hat mir auch wirklich nicht so gut gefallen, muss ich echt sagen. Also der fünfte Teil gefällt mir deutlich besser. Das war ja bei Halloween-Reihe anders so. Der vierte Teil hat mir gefallen, aber der fünfte fand ich darum scheiße. Hier ist es direkt andersrum. Der vierte Teil hat mir nicht gefallen, aber dafür der fünfte wieder etwas besser. Ja. Habe ich eigentlich noch was zu erzählen? Eigentlich nicht. Ich bin jetzt auf die Fallen eingegangen. Ja, ich finde es interessant. Also, andere Seite muss ich aber kritisieren, dass wir schon wieder dieses haben, okay,
Warum hilft Hoffman jetzt John? Ja, weil John ihn am Leben gelassen hat, obwohl er John Kramers Namen, also Jigsaws Namen, in den Schmutz gezogen hat, in einer gewissen Form. Wo John dann sozusagen ihn erklärt, was du gemacht hast, ist Mord. Aber dann hat er gesagt, also Hoffman hat zu John gesagt, aber sie doch auch. Dann hat er gesagt, nein, ich habe niemanden ermordet. Ich lasse denen immerhin noch eine Chance. Wenn sie sterben, ist es allein ihre Schuld. Ich lasse ihnen hinterher noch eine Chance und eine Lektion. Das hatte der Mann, den sie ermordet haben, nicht. Also eine Chance. Und das muss ich sagen, fand ich wieder interessant und gut gemacht. Das waren wieder wahre Worte. Ne? Braucht man nicht drüber diskutieren. Ja, trotzdem, wie gesagt, hat mir jetzt nicht gefallen, dass man das Ende von Teil 3 wieder ein bisschen umschreiben muss. Also sprich, ja, Amanda ist tot, Jigsaw ist tot, aber Hoffman lebt noch. Ich weiß jetzt nicht, wie es im sechsten Teil weitergeht. Da geht es bestimmt auch wieder mit Hoffman weiter, schätze ich mal, weil er hat ja überlebt. Im fünften Teil. Ich bin mal gespannt. Ich weiß, dass der sechste Teil in der Saw-Community gar nicht gut ankommt, weil ich habe recherchiert, weil ich mal wissen wollte, welcher Saw-Teil ist denn eigentlich der beliebteste. Tatsächlich habe ich relativ oft den ersten Teil beim Ranking auf Platz 1 gesehen. Ich muss sagen, mir gefiel der zweite Teil etwas besser als der erste Teil. Aber es ist ja jeden Geschmackssache. Der Film kriegt übrigens von mir 7 von 10 Punkten. Ich kann ja mal ganz kurz gucken. Ich habe den Zettel ja noch. Was hatte denn der dritte Teil von mir gekriegt? Der hatte von mir bekommen. Na, wo haben wir das? Müsste den Zettel eigentlich noch haben. Eigentlich. Wartet, ich guck mal ganz kurz. Saw 4 haben wir hier. Na, wo haben wir denn den dritten Teil? Finde das hier gar nicht. Ah, hier doch, Saw 3. Auch eine 7 von 10, na, guck an. Nein, also Saw 3 hat mir auf jeden Fall besser gefallen als Teil 5 und 4. Aber trotzdem kriegen die von mir die beide, also der dritte Teil kriegt von mir die bessere 7 von 10 und der halt die etwas schwächere. Ich habe auch überlegt, ob ich ihm vielleicht eine 6,5 von 10 geben sollte, den fünften Teil. Aber ich glaube, das mache ich. Der kriegt dann von mir eine 6,5 von 10 und der siebte, der dritte dann die 7 von 10 und der vierte hat ja von mir eine 6 von 10 bekommen. Damit wir hier nicht alle durcheinander kommen. Ich persönlich hatte, wie gesagt, meinen Spaß an Saw 5, hatte auch wieder meinen Spaß dabei gehabt, zu rätseln. Okay, wie geht jetzt was aus? Und ja, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, ich freue mich schon auf Saw 6, weil der wird ja, wie gesagt, von der Community sehr gehasst. Ja, ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Haut rein, Leute, und tschüss.